Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder otto.de und zwar mit dem CSL Hydrox V29241 Gaming PC für 5.884,48 € runtergesetzt von 6.499 €. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen? Dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIP-CDK Deals vorbei, denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 30% bei Microsoft-Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal und so weiter. In meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows Taskbar nach Aktivierungseinstellungen, fügt dort euren Code ein und ihr habt nun ein aktiviertes Windows. Ihr seht es schon, ich habe hier jetzt einen anderen Aufbau. Ihr könnt ja mal in den Kommentaren schreiben, wie euch das so gefällt, ob ihr das besser findet oder schlechter findet gegenüber den alten Videos, sage ich jetzt mal. Ich wollte mich nach 10.000 Abos mal ein bisschen so ausprobieren und ich hoffe, das gefällt euch. Wenn es euch nicht passt, sagt wie gesagt Bescheid. Kurz vorweg, das System, was wir als 10.000 Abo-Special gemacht haben, war innerhalb von 8 Stunden ausverkauft. Also ihr wart da wirklich scharf drauf. Finde ich auch gut, dass ihr uns da so vertraut. Es war auch echt ein Top-System. Ihr habt die Benchmarks gesehen. Und ich hätte echt nicht erwartet, dass es dann wirklich so schnell weg ist. Das war ja begrenzt auf 20 Stück. Viele ärgern sich jetzt auch, habe ich jetzt auch in den Kommentaren gesehen. Die sagten dann einfach, ah kacke, hätte ich mich mal beeilt und so. Kann man nichts machen. Wir haben gesagt 20 Stück und dann ist die Nummer mit Dubaro auch wieder rum. Nichtsdestotrotz kommen wir jetzt erstmal zu diesem System hier. Wir sind hier bei Otto unterwegs, wir haben ja auch irgendwie so ein Bild, gut, da sieht man eine Wasserkühlung drin, das ist auch nur eine 120er, obwohl hier eine 360er drin ist. Das Gehäuse stimmt, die Tastatur und Maus, die werden auch stimmen, gehe ich ganz stark von aus. Wir haben hier nur eine gewisse Problematik. Und zwar wird hier oben gesagt, das ist ein AMD Ryzen 9 7900X. Dann wird noch beworben 2000 GB HDD, 2000 GB SSD. Dann steht hier allerdings in der Produktbeschreibung AMD Ryzen 9 7950X, das ist nochmal ein Unterschied, und hier steht zweimal eine SSD und keine HDD. Und scrollen wir noch ein bisschen weiter runter, steht hier halt als Prozessor wieder der 7900X. Ihr wisst nicht, was ihr bekommt. Im Titel steht 7900, dann steht in der Beschreibung 7950 und hier unten wieder 7900. Das ist schon ein Unterschied. Deswegen, das wäre schon so ein Punkt, wo ich sage, ich kaufe dieses System nicht. Wir halten uns jetzt einfach mal an diese Liste, die wir hier haben. Und zwar steht hier der Ryzen 9 7950X. Der hat 16 Kerne, 32 Threads, 170 Watt TDP und DDR5 5200 MTS unterstützt er offiziell. Den könnt ihr auch schneller betreiben. Das ist überhaupt kein Problem. Das ist aktuell der Top-Prozessor von AMD. Höher geht da nicht. Klar, es gibt noch die Threadripper und so, klar. Aber das hier für den Endkonsumenten, Top-Prozessor, könnt ihr mit streamen, könnt ihr mit rendern, könnt ihr mit zocken. Das ist alles schon völlig in Ordnung. Diese 170 Watt TDP, die wollen natürlich auch abgeführt werden. Da muss mindestens eine 360er AIO rein. Da hilft auch schon kein Luftkühler mehr, glaube ich nicht. Beim normalen Spielen und ein bisschen Streamen, klar. Wenn ihr dem aber Dauerlast gebt, indem ihr irgendwas rendert, dann wird das da ein bisschen schwierig. Wir haben hier auch eine 360er Wasserkühlung drin. Ich wollte es nur dabei gesagt haben. Solltet ihr mit dem Gedanken spielen, euch diesen Prozessor zu besorgen, dann denkt bitte an die Kühlung. Und er kostet 599 € bei Mindfactory. Als CPU-Kühler bekommen wir eine Boostbox Liquid ARGB 360mm Wasserkühlung. Die hat eine Herstellergarantie von gerade mal 2 Jahren, eine TDP-Klassifizierung von 250 Watt und ist eben eine 360mm AIO. Für diesen Prozessor ist die völlig in Ordnung. 2 Jahre Garantie finde ich ein bisschen mager, aber passt schon. Mir hätte da eine andere Wasserkühlung besser gefallen, vielleicht sogar eine Arctic, die hat einen dickeren Radiator, dementsprechend mehr Kühlfläche und dann könnte den Prozessor auch besser kühlen. Allgemein muss man sagen, diese Prozessoren von Intel und von AMD, die Top-Prozessoren, sind schwierig zu kühlen. Das ist einfach so aufgrund der Leistungsaufnahme. Bei AMD kommt noch der Punkt dazu, dass einfach der Heatspreader viel zu dick ist und dementsprechend die Wärme schlecht abgetragen werden kann. Für den normalen Gebrauch reicht so eine 360er. Wie gesagt, so ein bisschen zocken und streamen, okay, aber wenn ihr wirklich dauerhaft rendert und so, dann könnte es da ein bisschen eng werden. Und die kostet 113,08 € bei csvdirekt.de. Die Boot-SSD ist eine M.2 NVMe-SSD 2000 GB Kingston und dann haben wir auch noch eine weitere Festplatte da drin, das ist ebenfalls die gleiche Kingston, das sehen wir hier an den Lese- und Schreibraten. Ich gehe ganz stark davon aus, dass wir hier eine KC3000 haben von Kingston, weil die hat genau diese Lese- und Schreibraten. Die ist sauschnell, PCI Express 4.0 SSD ist eine der besten SSDs, die ihr euch gerade so auf dem Markt holen könnt, allein von der Geschwindigkeit her. Natürlich gibt es noch schnellere, da zahlt ihr aber Aufpreise, die sind jenseits von Gut und Böse.
Aber in so einem teuren System erwartet man sowas auch einfach. Ich habe jetzt auch 2 Stück davon in den Warenkorb reingepackt. Und die kostet 164,89 Euro bei Mindfactory. Der Arbeitsspeicher sind 64 GB DDR5 RAM Dual Channel 5200 MHz Corsair. Das wird in dem Fall dieser hier sein, weil da halt auch Vengeance steht, DDR5 5200 MTS CL40. Ich habe jetzt keinen anderen gefunden. CL40 ist schon schlecht, also langsam, weil es gibt mittlerweile CL30, CL32, so in die Richtung gehen die. Und 5200 MTS ist halt auch, ja gut, genau die Spezifikation von AMD, aber man kann den auch mit 6000 betreiben oder 6000er direkt reinkonfigurieren. Also von dem RAM bin ich nicht begeistert. Immerhin Dual Channel, 2x32 Gig, das ist schon mal okay. Aber ich hätte mir bei diesem Preispunkt schon irgendwie was anderes gewünscht. 64 GB ist natürlich eine ganze Menge. Ein normaler Zocker braucht so 16 bis 32. Gut, in dem Preispunkt 64 GB sind auch schon mal gut. Erwarte ich dann aber auch. Und der kostet 251,98 Euro bei Mindfactory. Die Grafik ist eine GeForce RTX 4090 24 GB GDDR6X. Da wir hier nicht genau wissen, was wir bekommen, das lassen die sich ja immer schön offen, wo sie halt am billigsten rankommen, nehmen wir hier gerade die günstigste Grafikkarte, die ich so gefunden habe. Die ist von PNY GeForce RTX 4090 Verto Triple Fan 24 GB GDDR6X. Ich glaube, zu dieser Grafikkarte brauche ich nichts mehr sagen. Das ist die stärkste gerade auf dem Markt. Es ist halt einfach so. Und die teuerste noch dazu. Natürlich gibt es jetzt zum Beispiel von Asus oder MSI solche OC-Varianten. Dann habt ihr irgendwie 4-5% mehr Leistung. Ja, ich nehme jetzt einfach diese hier. Ich weiß auch nicht, was da reinschmeißen. FPS-Tests dazu findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Aber was soll man noch großartig sagen? Die ist für WQAD, 4K und so weiter super geeignet. Passt schon. Und die kostet aktuell 1795,99 Euro bei Octo24. Das Mainboard ist ein MSI MPG X670E Carbon Wi-Fi. Das ist dieses hier, der Chipsatz mit AMD X670 ist der aktuellste Chipsatz, den ihr euch überhaupt holen könnt. Früher gab es ja B550 und X570 auf AM4, hier haben wir jetzt B650 und X670 einfach bei AM5. Das hat gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke, hier kann eine SSD verbaut werden, hier auch und hier unten können noch 2 weitere verbaut werden. Die haben hier ein sehr, sehr schönes Datasheet auch, hier sieht man eben auch die 4 RAM-Bänke und unter den Kühlern hier eine SSD, hier eine und hier eine. Hier kommt die Grafikkarte rein und hier unten habt ihr noch 2 Erweiterungsslots, wie zum Beispiel für eine USB-Erweiterungskarte, vielleicht eine Capture-Card oder so. Was die Anschlüsse angeht, haben wir 7.1 mit Toslink, WLAN und Bluetooth-Anschluss, 6x USB 3.1, 2x USB 2.0, USB Typ C ist auch 2x mit am Start, Netzwerkanschluss und eben die Onboard-Grafik, die könntet ihr benutzen. Lasst es einfach sein, zieht das Bild bitte über die Grafikkarte. Und dann haben wir noch einen Flash-BIOS-Button, Clear-BIOS-Button und einen Smart-Button, was auch immer der macht. Ich kann es euch ehrlich nicht sagen, ich sehe den hier zum ersten Mal. Das ist schon ein gutes Board. Hat viele Controller für RGB zum Beispiel, hat viele Erweiterungsmöglichkeiten und so. Ist jetzt nicht irgendwie so ein billiges reingeklatscht, sondern auch guter Chipsatz und so. Das passt schon. Und das kostet 516,47 Euro bei Mindfactory. Ansonsten, optisches Laufwerk ist nicht mit dabei, Netzwerk ist onboard, WLAN ist auch onboard, Sound ist auch onboard. Das Gehäuse ist ein BeQuiet Silent Base 802. Das wäre dieses hier. Meiner Meinung nach eins der besten Gehäuse auf dem Markt. Habe ich schon oft drin gebaut, hat sehr viel Platz. Es bringt eine Mesh-Front mit, es bringt eine geschlossene Front mit, es bringt einen Mesh-Deckel mit oder eben einen geschlossenen Deckel. Ich zeige euch das gerade mal hier in den Bildern. Hier oben sieht man die Deckel, die so dabei sind. Da kann man sich frei entscheiden, was man jetzt da drauf macht. Natürlich habt ihr dementsprechend schlechteren Airflow oder besseren. Das gleiche gilt für die Front. Entweder betreibt ihr die geschlossen, dann hat er quasi nur Seitenschlitze, wo die Luft reinkommt, oder eben mit Mesh. Es ist extrem modular aufgebaut, es bringt Lüfter mit, ist wirklich eins der besten Gehäuse, finde ich persönlich. Man sieht hier auch nochmal Lüfter vorne, sind schon 240 mm mit dabei, im Heck ist auch noch 140 mm mit dabei. Ihr könnt zum Beispiel vorne hier auch jegliche AIOs verbauen, bis zu 420 mm und oben könnt ihr auch bis zu 360 mm AIOs verbauen. Also ich finde es echt top. Soll jetzt keine Werbung sein, aber ich finde es echt super. Und das kostet 181,90 Euro bei eBay. Das Netzteil ist ein 1000 Watt BeQuiet Netzteil Straight Power 1180 Plus Gold zertifiziert. Warum sage ich das jetzt explizit dabei? Weil es dieses Netzteil auch als Platinum-Variante gibt. Die sind dann noch ein bisschen effizienter, aber Gold reicht eigentlich auch. Wobei ich mir bei dem Preispunkt schon das Platinum gewünscht hätte. Man sieht auch hier, es hat 5 Jahre Garantie, ist 80 Plus Gold zertifiziert, wie gerade schon gesagt, und vollmodular. Das mit der Modularität, das ist ganz nice to have, ist für die meisten natürlich, die jetzt so einen PC fertig kaufen, völlig uninteressant. Aber so fliegen wenigstens nicht die Kabel in dem Gehäuse rum, die da nicht reingehören, weil die können einfach weggelassen werden.
Ansonsten sind 1000 Watt auch ordentlich viel Leistung, gerade für die 4090 und den Top-Prozessor von AMD muss auch sein, meiner Meinung nach. 850 hätte wahrscheinlich auch noch geklappt, aber 1000 Watt ist schon in Ordnung. Und das kostet 179,77 € bei Mindfactory. Tastatur und Maus sind auch mit dabei, das sind irgendwelche CSL-eigenen. Ich habe jetzt spaßeshalber hier diese Snakebite genommen, ist irgendwie eine FC Bayern München Official lizenziert Tastatur. Ja, scheiß der Hund drauf, mir geht's nur um den Preis. Und die kostet 22 €. Da ist Bayern ganz schön billig bei weggekommen, ne? Naja. Und dann nehme ich hier als Gaming-Maus noch eine Intertech Nitrox, also was Besseres wird das auch nicht sein. Und die kostet 11,90 € bei SK Computer Alsdorf. Betriebssystem ist Windows 11 Home 64-Bit. Ja, das ist okay, das kann man machen. Man hätte auch professionell nehmen können, klar, aber ist für den normalen Gamer oder Anwender auch völlig egal eigentlich. Hätte rein theoretisch nicht mal mehr sein müssen. Da diese AMD-Prozessoren keine P- und E-Cores haben, wie zum Beispiel Intel, sind die jetzt nicht auf Windows 11 angewiesen. Windows 10 hätte auch gelangt, aber ist egal. Und das kostet 68,90 € bei MySoftware. Ansonsten haben wir an Software noch Norton 360 Deluxe dabei, inklusive 90 Tage Updates. Das bedeutet für euch einfach nur, wenn dieses Antiviren-Schutzsystem, denn was anderes ist das hier nicht, abläuft nach 90 Tagen, kriegt ihr keine Updates mehr und müsst ein Abonnement abschließen. Damit rechnen diese Hersteller natürlich. Und wenn man dann ein Abo abschließt, kann es sein, dass dann Otto bzw. CSL eine kleine Provision bekommt. Meiner Meinung nach braucht man keinen Virenscanner auf Windows. Also es gibt da halt den Windows Defender, der macht einen guten Job. Da wird immer live geupdatet und so. Irgendwas Externes braucht man da eigentlich nicht. Und wenn man jetzt nicht so ganz stupid ist und die ganze Zeit irgendwie auf irgendwelche Links klickt, die einem zugeschickt werden, die vielleicht ein bisschen verdächtig sind, dann passiert auch normalerweise nichts. Dann bekommen wir noch einen Voucher dazu. Voucher. Und zwar zu diesem PC-System erhalten Sie einen kostenlosen 30-Tage-Zugang zum Xbox Game Pass Ultimate dazu. Das ist ganz nice to have. Das kann man machen, wenn man dann eben auch nicht in diese Abo-Falle reinrutscht, 30 Tage lang einfach mal den Ultimate Pass ausprobieren mit diesem PC, der ja wirklich High-End ist, ist ganz nice. Könnt ihr die meisten Spiele, die halt Microsoft da unterstützt, beziehungsweise Xbox, einfach mal austesten und gucken, was die Grafikkarte und der Prozessor so können. Dann wären wir auch hier schon beim Endergebnis. Hier haben wir zweimal die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, die Tastatur, die Maus, das Gehäuse, die Wasserkühlung, das Netzteil und Windows. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 4070,77 €, das System soll kosten 5884,48 €, runtergesetzt von 6499 €. Brauche ich nicht mehr viel zu sagen, ne? Also, ist Quatsch, lasst es sein. Bekommt ihr bei jedem anderen Systemintegrator wahrscheinlich sogar billiger. Vielleicht nicht genau das Gehäuse oder so, aber nein, das ist einfach Quatsch. Ich weiß auch nicht, wie lange dieses System schon gelistet ist. Es wurde ja auch schon einmal runtergesetzt. Mir wurde es vorgeschlagen im Vorschlag-Channel bei uns auf dem Discord. Und ich dachte mir, der Sache nehme ich mir mal an. Weil allgemein ist so Amazon und Otto PC und Mediamarkt, die sind nicht so geil. Die Konfiguration, bis auf den RAM, ist gar nicht so schlecht. Kann man machen. Gutes Mainboard, guter Prozessor, gute Grafikkarte. Gut, ihr wisst nicht, was ihr genau bekommt, aber ja, ist halt so. Der RAM, der hat mich ein bisschen geärgert. 64 GB war schön, 5200 MTS ist Quatsch. Aber dieser Preispunkt ist einfach, ja, brauchen wir nicht drüber reden, glaube ich, oder? Gut, ich hoffe, das Video hat euch in diesem neuen Design gefallen. Lasst gerne einen Kommentar da, dass ich da auch Bescheid weiß. Wenn ihr lieber das alte wieder haben wollt, dann sagt da Bescheid. Wenn ich das in Zukunft so machen soll, dann mache ich es eben so. Gut, dann lasst ein Däumchen nach oben da, abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.